So, und herzlich willkommen zurück zur Mission im Körper des Feindes. Die letzte Mission dieses Eismondes. Die Protoss haben ein Schiff von der dunklen Seite Kaldias ausgestartet. Wir können seine Gegenwart noch spüren, aber die Zeit wird knapp. Okay. Eines eurer Schiffe ist entkommen. Dann müsst ihr nur noch auf die Goldene Armada warten und euer Tod wird ein schneller sein. Es tut mir leid. Was? Das Abschlachten meines Volkes? Das, was ich dir antun muss. Deine Freunde auf dem Schiff können dich spüren. Sie wissen, dass du noch hier bist. Nein. Sie können dich jedoch nicht auf ihr Schiff warpen, weil ich es blockiere. Nein! Nein! Doch wenn ich den Schleier fallen lasse. Warp mich nicht heran, Templer, nicht! Du lässt sie von den anderen Protoss retten? Sie wird ihnen den Tod bringen. Sie hat sie doch so mit einem Parasiten versehen oder so. Autsch. Aber dass sie Parasiten jetzt so erschaffen kann, ist ja auch hochinteressant, ehrlich gesagt. In bestimmten Missionen steuern sie andere Helden als Kerrigan. Setzen sie deren einzigartige Fähigkeiten ein, um ihre Gegner zu besiegen. Jetzt. Eieieiei. Hör gut zu. Auf diesem Schiff ist es gefährlich. Befolge meine Befehle und versteck dich in den Schatten. Du wirst fressen und wachsen. Verseuche das Schiff und töte jeden einzelnen Protoss an Oh. Bord. Kann sie jetzt so eine Larve Befehle geben? Okay. Parasitäre Infektion, okay. Jetzt geh und erschaffe deine Brut. Auf diesem Schiff wimmelt es von Leben. Es sollte nicht schwierig sein, Biomasse zu finden. Aber da kann ich nicht hin. Ich muss hier da lang, okay. Aha. Ein Berserker. Was war das für ein Geräusch? Okay. Die Luft ist rein. Friss nun deinen Wirt. Okay. Ein Protektor. Versteck dich zwischen diesen Abluftschächten. Sicher entdeckt. Priorität 1. Festgelegt. Alle anderen Prioritäten aufgehoben. Patrouille. Es gibt keinen Weg an den Berserkern vorbei. Infiziere das Ursadon und zerquetsche sie. Die Zerg haben das Ursadon verseucht. Die Boah, der Protoss haut aber glauben ganz also, sie schön hätten nur zu. ein paar verseuchte Tiere. Sie haben ja keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Aua, aber der haut ganz schön hart rein hier. Mann, Berserker mit 4 Schlagen schon. Es ist an der Zeit, dass du zu einer Brutmutter heranwächst. Okay. So, finden Sie einen sicheren Ort. Aha, okay. Wie soll das kleine Ding da rum? Warte hier. In diesem Bereich bist du vor neugierigen Blicken sicher. Entwickle dich. Wachse. So, wollen wir mal wachsen. Mann, so viel wie der da gefressen hat, dass das immer noch so eine kleine Larve war. So, jetzt können wir hier Zerklinge machen. Frag mich, wenn ich ja. Du bist Niadra. Dies ist deine Bestimmung. Erschaffe eine Brut und vernichte die Protoss. Töte sie alle.
Ich lebe, so hatte ich das, um ja. zu dienen. Töte diese Kreaturen. Ich kann ihre Biomasse verschlingen und unsere Brut damit vergrößern. Ja, dann wollen wir das mal machen. Die Zerg haben unser Schiff infiltriert. Krieger, zerstört sie. Du wünschst. Ohne Frage. So. Dieses Schiff wird brennen. So, wie viel Biomasse haben wir jetzt gesammelt? Wo steht denn das? Ach, hier oben, okay. Haben wir hier auch alles gemacht? Okay. Durchbrecht ihre Verteidigung. Nichts hält den Schwarm auf. Okay, danke, ist unwichtig. Dieser Lüftungsschacht ist unser einziger Weg. Los! Okay. Ich müsste alles die gefressen Jagd haben. Geht weiter. Da, diese Konstruktion versorgt den Schild mit Energie. Führe den Schwarm. So. Der Schild versperrt mir nicht mehr den Weg. Rücken wir vor. So, schauen wir mal. Starke Energie dringt aus diesem Teil des Schiffes. Was hat es damit auf sich? Das Schiff. Und die Energie ist überwältigend. Du hast den Warp-Antrieb gefunden. Zerstöre ihn und ihr Schiff wird Chakoras niemals erreichen. Okay, ich kann ihn noch zu angreifen, okay. So, dann wollen wir mal hier. So, Nidia-Dara. Der Schild ist unten. Ich werde den Warp-Antrieb zerstören. Also auch interessant. Du hast jetzt hier einen Warp-Antrieb. Irgendeine Maschine und die spuckt hier, macht hier ihre Stacheln. Kriegt es damit erstmal kaputt. So. Hm? Warum? Der Warp-Antrieb wurde beschädigt. Sofort evakuieren. Haltet sie auf! Die Zerg dürfen die Stasiskammer nicht erreichen! Ihr werdet den Schwarm nicht aufhalten! Naja. Ich glaub auch nicht, ja. Ohne Frage. Dieses Schiff wird brennen. Mhm. Läuft. Die Explosionen haben aufgehört. Warte. In der nächsten Kammer geht etwas vor sich. Notfall. Energieausfall festgestellt. Erwecke Protoss-Krieger aus Stasis. Mhm. Wir streben danach. Ich bin angreifen? Es ist an der Zeit, dass du dich weiterentwickelst. Nein, und nein, deine nein. Kontrolle okay. über die Brut ausweitest, Nyadra. So, jetzt werde ich eine größere Brutmutter. Und jetzt kann ich schon Roaches machen, jawohl. Und meine Versorgung ist natürlich auch hochgegangen. So. Ungültiger Befehl für den Schwarm. So, okay. Vernichtet die Exemplare. Ihr dürft den Zerg nicht erlauben, sie zu assimilieren. Tötet ihre Krieger. Ich brauche diese Biomasse. Ja. Ohne Frage. Die Jagd geht weiter. Führe meine Brut. Ah, da ist noch ein großer. So. Wir gehorchen. Wir streben danach. Gültiger Befehl. Für den Schwarm. Ja, ich bin Nyadra. Unsere Zeit. Für den Schwarm. Die Zeit. Ohne Frage. Du musst dich weiterentwickeln und stärker werden. Die letzte Schlacht steht bevor. Oder wollen wir mal. So, das sollte es jetzt gewesen sein und jetzt kann ich halt wieder was aufmachen. So.
mit besserer Reichweite. So, aber tatsächlich sind jetzt Berserker nicht der ideale Gegner gegenüber, ist aber okay. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ah, hier. Ohne Frage. Sie dürfen das Ursadon nicht töten. Das Ursadon gehört mir. Komm, Bestie. Es gilt. War hier noch ein Ursadon? Nee, okay. Wir streben danach. So, mach ich einen Roach? Na, ich komm, ich bin jetzt vorbei. Führe meine Brut. Bin jetzt so bei Hydralisten. Komm. Die Protoss sichern die Brücke ab. Mach deine Streitkräfte bereit. Obwohl, komm, warte mal. Bringt mir ehrlich gesagt gar nicht, glaube ich, die Biomasse jetzt, aber okay. Okay. Was bringt mir noch gar nichts, oder? Oh Mann, ihr seid aber viele. Schade, dass ich euch nicht irgendwie verseuchen kann. Aber okay, viel. So. Rettungskapseln, okay. Keiner wird uns das Schiff nicht bringen können. Mach die Rettungskapseln bereit. Vernichte die Kapseln, bevor sie starten. Sie dürfen Shakuras nicht erreichen. So, wo? Bring mal hier auch hier rauf, ja, okay. Wir müssen unseren Brüdern Zeit verschaffen. Sie machen mehr Rettungskapseln bereit. Vernichtet sie! Nein, ich hab das jetzt. Oh nein, ich hab meinen Untergang. Scheiße. Das war ein Fehler. Ich hab grad versehentlich W gedrückt, wollte Q drücken. Und das lief jetzt kacke. So, das ist die letzte Kapsel hier. Oh, jetzt kommt hier ein Archon an, das ist natürlich auch ein bisschen doof. Wir werden niemals besiegt werden. Wir geben unser Leben für die Kampf. Naja, aber ihr seid besiegt, meine Lieben. Ja, das werde ich ja. So, das war's, oder? Jawoll. Die Protoss sind nicht mehr. So, jetzt fliegt das Raumschiff. Meine Königin, hörst du mich? Wir sind allein. Die Königin der Klingen hat uns ein Ziel gegeben. Die Vernichtung der Protoss. Wir bereiten uns vor. Wir werden wieder dienen. Läuft bei dir. So, damit war das die Mission im Körper des Feindes. Wie immer, Dankeschön fürs Zusehen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns halt im nächsten Video wieder. Bis denn.